In diesem Video gibt es doch ein paar Tipps zum Aufgabenblatt 5 in TM2. Zunächst wieder, worum geht es auf diesem Aufgabenblatt? Es geht um krummlinige Bewegungen von Massenpunkten, also insbesondere um kartesische Koordinaten, Polarkoordinaten und natürliche Koordinaten. Bei Aufgabe 21 handelt es sich ja um die Vorrechenaufgabe. Bei Aufgabe 22 handelt es sich nochmal um eine geradlinige Bewegung eines Massenpunktes, also ähnlich wie auf dem letzten Aufgabenblatt. Daher dürfte die Lösung hier etwas einfacher fallen. Vielleicht doch noch als kleiner Hinweis, das vorgegebene Geschwindigkeitszeitdiagramm bitte in die einzelnen Abschnitte unterteilen, die sich hier aus dem Verlauf natürlich ergeben, und jeden dieser Abschnitte separat betrachten. Bei der Aufgabe 23 geht es um einen Gabelstapler, der durch eine Schwingtür fährt, und wir sind an der Bewegung des Punktes P interessiert, der sich am Ende dieser Schwingtür befindet. Wichtig ist hier natürlich erstmal zu erkennen, dass der Punkt P eine Kreisbewegung ausführt um die Achse der Schwingtür, aber nicht mit konstanter Winkelgeschwindigkeit. Dennoch gibt es hier einen engen Zusammenhang zwischen den natürlichen Koordinaten und den Polarkoordinaten. Und darüber sollten Sie sich auf jeden Fall einmal Gedanken machen. Und dann sollten Sie auch die entsprechenden Formeln für die Geschwindigkeit bzw. die Beschleunigung in Polarkoordinaten nutzen. Bei der Aufgabe 24 geht es um die Rakete, die abgeschossen wird und dann einer gegebenen Bahnkurve in Polarkoordinaten folgt. Dazu der Tipp, dass es sich hier wieder anbietet, wie in der Vorrechenaufgabe 21, zunächst zu versuchen, Ausdrücke für den Winkel Phi, die Winkelgeschwindigkeit Phi Punkt und die Winkelbeschleunigung Phi Punkt Punkt sowie für R, R Punkt und R Punkt Punkt zu finden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Bearbeiten des fünften Aufgabenblatts.